Frage, die hier aufkam, direkt zu den Betriebskosten, bevor wir darüber sprechen, dass nicht so richtig definiert ist. Da fragt eine Teilnehmerin, was darunter verstanden werden kann. Geht es nur ausschließlich um Mieten und Leasing oder betrifft es auch klassische Aspekte wie Telefon, Porto, Reparaturen? Ich weiß nicht, ob Uli, Michael, jemand von euch oder Marcel das direkt beantworten könnte. Ja, grüß Gott aus und der Schleißheim aus dem Homeoffice im Münchner Norden. Um die Frage aufzugreifen, ich kann das für dieses Programm nicht verlässlich sagen, beziehungsweise für die unterschiedlichen Programme. Was ich sagen kann, ist, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht, also so ein bisschen jetzt Steuerrecht, Bilanzrecht und so weiter, wir im Unternehmensbereich drei große Kostenblöcke eigentlich kennen. Der erste ist der des Materialeinsatzes. Wir haben also Umsatz abzüglich Materialeinsatz, Beratungskosten, solche Dinge. Dann kommt der Rohgewinn raus. Und unter diesem Rohgewinn kommen dann eben die Personalkosten beziehungsweise die sonstigen Kosten. Das ist dann das, was man im Allgemeinen grob Betriebsergebnis nennt. Das ist jetzt eher so eine ganz klassische Sicht aus dem Steuerrecht, aus der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Wie dann diese drei großen Kostenblöcke in diesen Programmen einsortiert werden, denke ich, ist immer noch ja, eine interessante Diskussion. Ich denke, dass man eine gewisse Sicherheit hat, dass zumindest Materialeinsatz respektive Beratungskosten plus die sonstigen Kosten hier zu diesen Betriebskosten gezählt werden. Man kann Betriebskosten aber sicherlich auch wahrscheinlich sehr, sehr eng einfach definieren. Dann wäre es wohl eigentlich nichts weiter als laufende Kosten aus dem bestehenden Vertragsverhältnis, also so mit Mieten, Leasing, Pachten und diese ganzen Dinge, die jetzt in der Diskussion sind. Vielleicht die Story mal in unserem eigenen Beispiel ein bisschen aufgeführt. Wir sind ein kleines IT-Unternehmen mit Spezialisierung auf Cloud Computing und auf IT-Beratung, zwei Vollzeitbeschäftigte, vier Teilzeitbeschäftigte. Und uns hat es, obwohl im Grundsatz Informationstechnologie natürlich eine Gewinnerbranche sein wird, in dieser Covid-19-Krise am Anfang ein bisschen hart erwischt. Wir hatten nämlich einen Großauftrag 2 Wochen vorher an Land gezogen, 6 Seniorenheime für einen Sozialverband im Münchner Norden mit WLAN-Infrastruktur auszustatten. Das hat so ein Auftragsvolumen zwischen 70.000 und 75.000 Euro und das ist natürlich für ein Unternehmen mit gerade mal knapp 4 Vollzeitbeschäftigten schon eine ganz schöne Hausnummer. Das hat bei uns also deutlich ins Kontor geschlagen. Plus, was wirklich wie aus dem ökonomischen Lehrbuch mustergültig dazu kam, es kam die Liquiditätskrise dazu. Also, was ist passiert? Wir hatten einfach die Situation, dass in der zweiten Märzhälfte dieses Jahres bis weit in den April hinein keine einzige unserer Ausgangsrechnungen mehr bezahlt wurde. Und wir haben dann natürlich, ohne uns jetzt groß Kriterien anzuschauen, einerseits sofort die Möglichkeit wahrgenommen, Kurzarbeitergeld zu beantragen und andererseits uns auf diese Sofortprogramme von Bayern und vom Bund gestürzt, will ich beinahe mal sagen. Das Ergebnis hintenrum, jetzt so mit einem Abstand von knapp 2 Monaten, ist bei uns relativ erfreulich. Wir sehen also jetzt bereits schon wieder ein bisschen die Gewinnerseite dieser ganzen Krise, also Stichwort Homeoffice, Stichwort Videoconferencing ist natürlich ein Bereich, der uns jetzt zum Teil mit diesen verlorenen Aufträgen bereits wieder kompensiert hat. Und wir stehen insgesamt jetzt nach 8 Wochen bei einem Fazit, wo wir sagen, gut, dass es diese Sofortprogramme gab. Wir hätten ansonsten uns wahrscheinlich mal 2, 3 Wochen in unserer GmbH mit eigenkapitalersetzenden Darlehen ausstatten müssen. Eine sehr teure Art der Finanzierung, weil da der Steuerberater mindestens 1.500 bis 2.000 Euro verdient. Das mussten wir nicht, eben durch diese Sofortprogramme. Wir
Wir haben, ich glaube, 2 Tage nach Inkrafttreten beantragt, hatten dann nach 2 Wochen knapp die erste Tranche auch auf dem Konto. Wir hatten diese Tranche auf dem Konto, bevor wir überhaupt noch einen Bescheid oder eine Nachricht hatten. Bei dieser zweiten Tranche, die jetzt in Bayern ja scheinbar dieser Bundesanteil ist, haben wir uns gar nicht mehr beteiligt, weil sich die Situation bei uns wieder normalisiert hat, sodass ich insgesamt sage, von der Fragestellung hier Selbstständige und KMU in Bayern droht das aus. Aus unserer Sicht, in unserer Situation sicherlich nicht. Ich sehe jetzt für die nähere Zukunft vor allem 2 Probleme. Wir haben nach 6 Wochen bis heute keinerlei Rückmeldung von der Bundesanstalt für Arbeit zwecks Kurzarbeitergeld. Wir haben dort 2-mal auch nachgefragt, nachdem nach 4 Wochen nichts kam. 0 Reaktion von der Bundesanstalt bisher. Und zweites Fazit, was wir kritisch sehen, sind diese momentanen Öffnungsversuche, die sehr stark unternommen werden. Einfach aus dem Grund, weil wir die Befürchtung haben, dass wir da vielleicht in den zweiten Shutdown bald reinlaufen. Und momentan ist nichts so schwierig für ein kleines Unternehmen wie uns, als dass wir hier so in diesen Hammer and Dance kommen. Sprich, es ist mal ein bisschen was offen, dann ist wieder 2 Wochen zu. Es ist wieder ein paar Wochen relativ viel offen. Es ist wieder 3-4 Wochen alles zu. Diese Planungsunsicherheit, die ist eigentlich für uns momentan das Schwierigste. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Marcel, auch für diese Ausführung. Tatsächlich ist das, was du mit dem Blick auf Herbst, gegebenenfalls zweite Welle ansprichst, auch schon im Chat-Thema, dass eine Teilnehmerin auch schon sozusagen für nächstes Jahr, aber auch für den Herbst Wohnungskündigungswellen befürchtet, die natürlich dann auch damit zusammenhängen, dass letztendlich diese Soforthilfen nicht bei allen greifen. Da würde ich auch gerne diesen Punkt Betriebskosten noch aufnehmen. Ich glaube, das, was wir jetzt schon diskutiert haben, dass natürlich diejenigen, die keine Miete zahlen müssen für ein Büro, weil sie einfach von zu Hause aus arbeiten. Das war ja der Punkt, den wir sozusagen versucht haben, am Anfang nochmal zu vertiefen. Die Miete für die Wohnung, in der sie sozusagen dann ja auch die Arbeit verrichten zugleich und alle anderen Lebenshaltungskosten plus der Ausfall der Honorare, die Uli gerade beschrieben hat, natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, den man nicht vergessen darf bei der ganzen Debatte. Ich habe jetzt auch von den Erfahrungen genau Richtung Herbst alle Verschiebungen gelesen, dass natürlich auch die Frage ist, wie lange kann man dann überbrücken überhaupt mit diesen Hilfen, die man dann hat, und dann noch die große Frage, ob der Oktober oder ab Oktober das auch wirklich alles wieder starten kann. Und von einem Teilnehmer war auch dann die Erfahrung, dass was du, Marcel, geschrieben oder beschrieben hast, dass ihr da mehrmals nachgefragt habt. Er hat 3-mal einen Antrag gestellt und ist mittlerweile wirklich schon sehr frustriert, weil da einfach nichts zusammenkommt. Kommt. Und wir sind ja schon wirklich mehrere Wochen nach den ganzen Schließungen. Genau, ich würde da gerne nochmal die Marcel. Ich habe jetzt einfach mal Google gefragt nach den Betriebskosten. Mhm. Ergebnis ist ganz klar, dass dieses der Begriff Betriebskosten scheinbar nur wirklich definiert ist für den Wohnungsbereich. Dort ist es faktisch, was habe ich an laufenden Kosten, um eine Immobilie betreiben zu können. Für einen wirklich betriebswirtschaftlichen, für eine betriebswirtschaftliche Interpretation von Betriebskosten, wie wir sie doch wahrscheinlich hier in den Programmen bräuchten, sehe ich hier zumindest mal nach einer schnellen Google-Anfrage keinen Ansatz. Danke für den Zusatz. Mhm. Und hat jetzt auch gerade nochmal eine Teilnehmerin genau dieses Hickhack mit erstmal per PDF den Antrag stellen, dann nochmal den Hinweis, es geht jetzt auch online, was glaube ich mit den ganzen Betrugswellen, die wir alle in NRW mitbekommen haben, ja auch zusammenhängt, rechtfertigt natürlich trotzdem nichts, dass da sozusagen Personen einfach so viele Anläufe starten müssen, dann zumindest mal eine Bearbeitungsnummer bekommen, aber am Ende wirklich sehr frustriert sind, weil es auch tatsächlich die kleinen Kosten, die sie beantragt hätten als freie Journalisten zum Beispiel, einfach auch nicht aufkommen. Ich würde jetzt gerne die SZ nochmal zitieren. Sie hat das als vergiftetes Geschenk sozusagen beschrieben, wenn Solo-Selbstständige den Antrag stellen und das vielleicht am Anfang gar nicht erst umfasst oder ja tatsächlich auch verstanden haben, dass die Miete und die Honorarausfälle und die ganzen Lebenshaltungskosten, die man damit abdecken will, dafür gar nicht gedacht sind. Uli, für dich fühlt sich das hoffentlich nicht wie ein vergiftetes Geschenk an, aber was sagst du denn zu der ganzen Debatte darum, dass man einfach ja die erweiterte Grundsicherung ja beantragen könnte? Ist das etwas, was du aus deiner Perspektive als eine tolle Alternative ansehen kannst?
Für mich persönlich kommt es auch auf mich zu, falls im Herbst, normalerweise habe ich jetzt, ist jetzt die Zeit, meine ganzen Termine für den Herbst klar zu machen. Wenn das jetzt nicht kommt und ich auch nicht nochmal irgendwie auf die Füße komme, dann droht mir das auch. Also viele sind da auch sehr erbost und wütend, dass man sie in diese Ecke schiebt. Das hat aber beides natürlich auch wieder zwei Seiten. Wenn jetzt viele Künstler auf ALG2 verwiesen werden, dann kommt da vielleicht auch in das ganze kranke System mal ein bisschen Bewegung rein. Also ich wünsche es wirklich niemand, dass das so sein soll. Ich würde tatsächlich jeder Künstlerin oder Kulturschaffenden raten, diesen Antrag zu stellen. Und auch diese Hotline der Kultur- und Kreativwirtschaft in Anspruch zu nehmen, bei gleichzeitiger Solidarisierung und Aufbauen von Druck über die Politik, das würde ich mir wünschen. Vielen Dank, Michael. Gleich dazu auch anschließend an dich die Frage, die auch im Chat gestellt wurde. Der Berliner Senat hat im Bundesrat angeregt, dass man die Grundsicherungsleistung temporär erhöht. Und da ist die Frage, wie stehst du dazu, deine Fraktion? Ist das vielleicht eine geeignete Lösung für Selbstständige, für diese aktuelle Lage, die man sozusagen vielleicht auch ganz anders gar nicht lösen könnte? Ich möchte mal auf ein paar Sachen eingehen, aber das ist ein Teil davon. Also das nächste Mal nochmal, um es klar zu machen, die Forderung, die in Bayern gestellt werden muss, dass es wie in anderen Bundesländern auch ein eigenes bayerisches Programm für soloselbstständige Künstler und so weiter gibt. Ja, es gibt das für Künstlerinnen und Künstler, die in der Künstlersozialkasse sind, 1.000 Euro pro Monat. Meine Zahlen sind die, dass da ein gewisser Teil davon von Künstlerinnen und Künstlern wirklich da davon auch umfasst ist. Es ist so, und das sage ich jetzt nochmal deutlich, die bayerische Staatsregierung, Söder und Aiwanger, machen sich einen schlanken Fuß, sparen sich Geld, indem sie komplett das Bundesprogramm für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer übernehmen, ohne was eigenes, ein eigenes Programm draufzulegen. Das ist nicht Sinn der Sache der Bundesprogramme und der Vereinbarung, sondern es war immer so gedacht, dass etwas Eigenständiges draufkommt. Das macht Bayern nicht. Und es gibt, hat mir der Kollege Florian von Brunn aus dem Landtag nochmal zugeschickt, diese Anfrage, warum es denn nicht auch ein Programm für alle Künstlerinnen und Künstler, für alle Solo-Selbstständigen gibt, die eben diese Lücken schließt, die bisher da sind. Das ist eine sehr ausweichende Antwort, die unter anderem dann eben verweist, und es ist ein bisschen zynisch, was der Aiwanger natürlich tut. Er spart sich Geld und sagt dann, da sollen wir jetzt was ausgeben, damit wir dem Geld, dem Bund Geld sparen für die Grundsicherung. Tatsächlich ist die Grundsicherung gedacht als letzte Linie und Auffanglinie, wenn wirklich, damit Menschen nicht in Armut fallen, dass wir eben barrierefrei, also ohne zum Beispiel Vermögensprüfung etc., was das sonst so an oft kritisierten Dingen man ja machen musste, um überhaupt in die Grundsicherung zu kommen oder Gelder dazu bekommen. Das haben wir jetzt dafür ausgeschlossen, dass das greifen kann. Natürlich wollen wir, dass vorher schon alte andere Haltelinien gelten und da sollte Bayern sich entsprechend bewegen. Was die Grundsicherungsleistungen angeht, ich bin auch Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Verteilungsgerechtigkeit in der SPD-Fraktion. Und tatsächlich werden wir jetzt in die Fraktion ein Papier bringen, das genau das fordert, nämlich eine temporäre, zumindest temporäre Erhöhung der Grundsicherung, weil wir auch erleben, dass beispielsweise die Lebenshaltungskosten, Nahrungsmittel beispielsweise, Obst und Gemüse etc. gestiegen sind. Die Sätze, die ja eh schon, ich gucke es mal vorsichtig aus, sehr knapp berechnet sind, auch da habe ich schon mal gefordert, die müsste immer berechnet werden, dass man da zumindest temporär das erhöht, damit auch Menschen am finanziellen unteren Ende unserer Gesellschaft ein Stück weit Solidarität erfahren. Kleine Anmerkung dazu, soziale Ungleichheit, die in den letzten Jahren von Einkommen gestiegen ist, in den letzten 20 Jahren nimmt jetzt auch wieder, gibt es erste Studien, nochmal zu. Auch das muss man da im Kopf haben. Und worauf ich noch eingehen wollte, ist die Bundesanstalt für Arbeit.
Danke für den Hinweis, da will ich nochmal nachfragen. Tatsächlich sind natürlich sowohl die Ministerien, die diese ganzen Programme jetzt auf den Weg gebracht haben, als auch die umsetzenden Behörden unglaublich unter Druck. Da muss man andererseits wieder über die Frage von Personalausstattung reden. Ich glaube, wir müssen diese Krise auch dazu verwenden, darüber zu sprechen, wie denn Personal im öffentlichen Sektor, in den sogenannten systemrelevanten Berufen, wie wir das finanziell ausstatten, wie wir vielleicht auch mehr Stellen schaffen und dann nicht in solchen Situationen auf einmal mit Personalknappheit zu tun haben. Also ich nehme das mal mit, lieber Marcel Schaller, frage da nochmal nach. Aber wir haben schon die Rückmeldungen, dass unglaublich unter Druck sind und ganz, ganz viele natürlich Anträge haben, die sie möglichst schnell beantworten wollen und bearbeiten wollen. Manchmal haut es nicht hin. Dann lassen wir uns jetzt einfach dabei zu Aiwanger und Wirtschaftsministerium und Beantragung. Ist ja schon viel gesagt worden, das dauert viel zu lange. Hat aber damit zu tun, dass lange Zeit die Online-Beantragung nicht funktioniert in Bayern. Wo es in anderen Ländern schon längst lief online. Also da war Bayern leider auch anders, als es immer so geteilt wird, relativ spät dran. Beim Stichwort online zu bleiben. Ich sehe mit Freude, dass auch neben Florian Ritter auch Annette Kahl, die beiden Landtagsabgeordneten der SPD-Landtagsfraktion, auch mit dabei sind. Da kam nämlich der Hinweis, wenn wir nochmal diese Dschungel an verschiedenen Gruppen und verschiedene Möglichkeiten, Anträge zu stellen, nochmal versuchen zu verfeinern. Diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die nicht in der Künstlersozialkasse einzahlen können. Für die wurde ja versprochen, dass man für 3 Monate 1.000 Euro bekommt, die sozusagen zur Überbrückung da sind. Und da kam der Hinweis von Annette Kahl, dass es wohl gerade wohl an einem Online-Formular auch noch das Ganze sozusagen scheitert, weil das nämlich noch programmiert werden muss. Klingt tatsächlich, ja, es ist alles menschlich, aber tatsächlich in dieser Situation, die man dann hat, und das ist ja jetzt kein Problem, was seit gestern erst bekannt ist, tatsächlich sehr sehr zynisch. Genau, und zu dem Aspekt war, glaube ich, nochmal die Frage, die noch dazu kamen. Das Zitat von Annette Kahl würde ich nochmal anschließen. Aiwanger hat im Wirtschaftsausschuss erklärt, er will das Geld lieber für große Betriebe ausgeben. Grundsicherung muss reichen. Und ein trauriger Smiley dahinter. Ja, das hat er übrigens, will ich da kurz mal sagen, das hat er auch explizit gesagt. Er spart sich das Geld, schichtet es um, anstatt es bei den Solo-Selbstständigen zu lassen. Und dann zu sagen, dann sollen sie Grundsicherung beantragen. Das ist wirklich zynisch und ich glaube, das ist der eigentliche Skandal in Bayern. Wenn nur eins sagen, weil ich es vergessen habe vorher. Natürlich helfen es gibt sowohl die Möglichkeit, privat Mietstundungen zu beantragen, als auch gewerblich. Also auch diejenigen, die jetzt auch in der finanziellen Schieflage sind, weil sie privat ihre Miete nicht zahlen können, können auch hier eine Stundung beantragen. Und soweit ich weiß, ist es ich glaube 1,5 Jahre oder 2 Jahre Zeitraum, dann diese Stundungen, diese gestundeten Zahlungen dann auch wieder peu à peu abzutragen. Also wir schauen auch, dass da es eben keine Härten gibt, dass über die finanzielle Schieflage man dann am Schluss dann aus der Wohnung raus muss. Und falls das nicht reicht, werden wir bestimmt auch dann nochmal nachbessern. Vielen Dank. Und da ist auch der Appell von Annette Kahl noch, dass sie als wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, der SPD-Fraktion, Landtagsfraktion auch Fallbeispiele sammeln. Da wird bestimmt gleich noch eine Adresse kommen, wo man auch aus dieser Runde gerne einzelne Beispiele nennen kann. Und der Hinweis ist natürlich mit der Grundsicherung, dass es was anderes ist, mit dieser Summe zu hantieren, wenn man in einer Großstadt wie München oder Hamburg mit den explodierenden Mieten wohnt oder in einer kleineren Stadt, wo das vielleicht nochmal eine ganz andere Frage ist. Genau, ich versuche noch die Chats parallel im Blick zu behalten. Wir wollen natürlich jetzt auch in die Zukunft blicken. Die Frage, die wir uns gestellt haben, wie kann man das denn, ich will jetzt nicht irgendwie ausmalen, die nächste Pandemie bewältigen, aber das hätte ich die große Frage. Michael, du hast ja das schon mit der Umverteilung ja auch angesprochen, Verteilungsgerechtigkeit, die herrschen sollte. Können wir da vielleicht ein bisschen konkreter werden? Die aktuelle Situation macht es tatsächlich einigen sehr schwer, überhaupt erstmal nachzuvollziehen, wo stellt man den Antrag, dann stellt man ihn mehrmals, dann gelingt das vielleicht, dann ist man vielleicht aber doch nicht die Gruppe, die davon profitieren kann. Es kommen Versprechungen, dass es ein anderes Programm geben soll. Das ist jetzt gerade, wie gesagt, sehr, sehr hektisch und sehr belastend natürlich für die Betroffenen. Wenn wir versuchen, das ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was könnten wir denn aus dieser Situation lernen, dass wir das in Zukunft besser gestalten können? Naja, sagen wir mal so, wir müssen uns natürlich jetzt schon, das wird schon getan, damit beschäftigen,
wie wir, und jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht eine zweite große Welle bekommen. Auch da bin ich eher für Vorsicht und einer sanften Öffnung, einer verantwortbaren Öffnung und Lockerung. Aber wir müssen natürlich damit beschäftigen, wie kriegen wir denn die Wirtschaft zu laufen. Jetzt geht es darum, Unternehmen zu halten, Arbeitsplätze zu erhalten, damit wir dann eben wieder starten können. Und da möchte ich auch schon mal jetzt schon darauf verweisen, dass die Debatte schon längst läuft. Wenn man sich anschaut, gibt es dann eben alte Muster, die da angewendet werden. Und ich denke, wir brauchen aber neue Antworten. Das sind die alten Muster. Auch wenn man den Ministerpräsidenten Söder hört, man braucht dann eine Unternehmenssteuerreform, die oftmals den großen Unternehmen hilft, eher den Vermögenden hilft. Es geht um die vollständige Abschaffung des Soli. Der Chef der Jungen Union sagte, die Rentnerinnen und Rentner müssen Beitrag leisten. Also man redet schon wieder darüber, wo müssen wir dann sparen. Ich glaube, es ist komplett und volkswirtschaftlich auch komplett die falsche Art und Weise, mit so einer Krise umzugehen. Wir werden danach ein großes Konjunktur- und Investitionsprogramm brauchen, das beispielsweise auch auf gute Löhne dann bauen kann, um die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Also wir werden tatsächlich, also dieser Applaus, den man immer dann bekommt oder den jetzt manche systemrelevante Berufe bekommen, hilft natürlich nicht, sondern wir müssen an der Lohnstruktur etwas ändern. Wir brauchen gerechtere Bezahlung in vielen Bereichen. Wir brauchen Tarifbindung, damit eben dann die Binnenkonjunktur angeregt wird. Aber wir brauchen ein riesiges Konjunkturprogramm und Investitionsprogramm. Und zwar, und da muss man auch darauf achten, auch da gibt es Unterschiede in der Art und Weise der Ausgestaltung. Wir wollen und dürfen nicht mehr den Diesel mit großen Kaufprogrammen jetzt und Abwrackprämien subventionieren, sondern es braucht tatsächlich eine sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft. Die Chance haben wir jetzt, die ganze damit auf den Weg zu bringen. Also sprich Investitionen in die Digitalisierung beispielsweise, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Wenn wir beispielsweise jetzt über Lufthansa sprechen und die werden wirklich beantragen, dass Gelder vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds bekommen, dass wir dann Anschluss nehmen als Politik, dass sie sich eben sozial, ökologisch als Unternehmen auch ausrichten. Das wird der große Unterschied sein in der zukünftigen Ausrichtung. Und ich glaube, die Debatte müssen wir führen. Und davon profitieren natürlich dann auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da profitieren natürlich dann auch die Solo-Selbstständigen, wenn Konjunktur wieder in Schwung gerät und bei den Richtigen landet. Bei denen landet, die eben dann den Konsum wieder anregen und dort, wo Investitionen getätigt werden, die in die Zukunft weisen. Und eben die Bundesrepublik Bayern, aber auch Europa, haben wir noch gar nicht heute erwähnt, Europa zukunftsfest und zukunftsfähig machen. Also das wird die Zukunftsaufgabe dann sein. Und die Debatte wird nochmal spannend und auch, glaube ich, mit dem jetzigen Koalitionspartner relativ schwierig. Marcel, Uli, gerne an euch und da streue ich die Frage noch mit ein. Bräuchte es nicht Förderprojekte für die Kunst- und Kreativwirtschaft, die Gesellschaft voranbringen, würde gerne etwas der Gesellschaft zurückgeben und nicht nur die Hand aufhalten. Vielleicht könnt ihr es mit einbeziehen. Uli, vielleicht du zuerst. Ja, gerne. Da bin ich voll dabei, denn unsere Branche oder die Kreativen arbeiten ja aus einer sogenannten intrinsischen Motivation heraus. Also die Stoffe treiben uns an und wir versuchen, neue Wege zu gehen. Und das ist genau unser Ding, auch mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen. Und auch was eben gerade gesagt wurde, eine ökologische und ich würde auch hinzufügen, feministische Transformation zu initiieren. Das ist genau mein Ding und ich denke, da ist die Kreativwirtschaft genau richtig angesiedelt. Übrigens auch, was die Bildungspolitik anbetrifft. Im Moment sehen wir, dass die Schulen, dass die benachteiligten Kinder abgehängt sind, weil sie keinen Zugang zur digitalen Welt haben. Auch hier könnten die Kreativen einen unschätzbar tollen Beitrag leisten. Ja, also ich finde schon, da ein Programm aufzulegen, das würde sich lohnen, denn das wird innovativ sein. Marcel, und auch da vielleicht das Einbinden, könnten wir über eine Alterssicherung für die Solo-Selbstständigen auch reden? Vielleicht kannst du das auch mit einstreuen.
Okay. Aus unternehmerischer Sicht, aus Kapitalsicht, Geschäftsführersicht, meines Erachtens machen großflächige, gießkannenbezogene Unterstützungsprogramme jetzt für die Wirtschaft wenig Sinn. Ich denke, dass wir uns hier wirklich auf gewisse Branchen konzentrieren müssen. Gerade der Kulturbereich und wahrscheinlich die Gastronomie, Hotellerie scheinen mir hier die zwei großen Bereiche zu sein, für die wir letztendlich noch keine wirklich halbwegs zufriedenstellenden politischen Perspektiven sehen. Insofern für diese beiden Bereiche knallharte Subventionsprogramme in dieser Situation gerne. Für alle Branchen, also meine eigene zum Beispiel, Informationstechnologie, wir müssen das ohne schaffen. Wer durch so eine Krise jenseits von kurzfristigen Liquiditätsproblemen das nicht aus eigener unternehmerischer Kraft schafft, der war vorher schon nicht gesund. Also da müsste man vorsichtig sein. Alterssicherung für Solo-Selbstständige wäre das einzig Sinnvolle. Ich bringe da jetzt auch meine eigene Situation. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Steuerberatung. Wir hatten dort in den Nullerjahren, nachdem die GmbH Gesellschaft der Geschäftsführer de facto flächendeckend in die Sozialversicherung einbezogen wurden, unglaublich viele Abwehrbereiche und Gestaltungsversuche, also man hat dann tausende GmbHs in Aktiengesellschaften umgewandelt, in der Hoffnung, dass ein AG-Vorstand im Unterschied zum Gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH dann also nicht sozialversicherungspflichtig sei. Diese dummen Spielchen sind ein, zwei Jahre gelaufen. Die Steuerberater haben da zu Recht auch gut dran verdient. Inzwischen sieht man, dass die GmbH-Gesellschaft der Geschäftsführer in der gesetzlichen Rentenversicherung gut aufgehoben sind. Es gibt meines Erachtens überhaupt keinen Grund, warum das für Solo-Selbstständige nicht der Fall sein sollte, die ja jetzt jenseits von einer gewissen anderen juristischen Finesse im Beschäftigungsverhältnis ja eigentlich in einer ganz ähnlichen sozialen und unternehmerischen Situation sind. Vielen Dank auch für diesen konkreten Appell. Da ist jetzt noch die Frage ganz allgemein, aber dann doch sehr spezifisch aufgetaucht. Was will die SPD konkret für uns Solo-Selbstständige in Bayern tun? Michael, an dich die Frage, und da würde ich aber nochmal zwei Beiträge, die oben kamen, auch aus der SPD vortragen. Da wieder von der Landtagsabgeordneten Annette Kahl, die dafür plädiert, dass es analog zu anderen Bundesländern, wir hatten ja schon Baden-Württemberg und Hamburg gehört, für den Lebensunterhalt 1180 Euro sozusagen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und Renate Kürz-Dörfer hat darauf hingewiesen, dass die Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD ein einheitliches Vorgehen bundesweit fordert. Dass es jetzt nicht so ein Flickenteppich ist von verschiedenen Maßnahmen. Man hat das Glück, vielleicht im richtigen Bundesland zu leben oder nicht. Michael, was kannst du darauf antworten? Ja, ich kann mich dem im Grunde anschließen, was wir auf Bundesebene machen können. Aber das scheint eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, das Wirtschaftsministerium nicht mitzuziehen, dass wir eben das Bundesprogramm mal so definieren, dass wir es auch öffnen können für Solo-Selbstständige jenseits der laufenden Betriebskosten. Das scheint mir mit dem Koalitionspartner hier nicht möglich zu sein. Und es ist eben auch Teil der Vereinbarung mit den 16 Bundesländern. Also man müsste dann auch alle Bundesländer dann nochmal zusammennehmen und auch dort diese Interpretation des Programms so durchsetzen. Das kann funktionieren, aber derzeit sehe ich einfach aufgrund der politischen Situation und Gemengelage da leider wenig Chance. Michael, dein Ton ist gerade ausgegangen. Wir hören dich leider nicht. Also richtig, ich sagte, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, es gibt den Antrag der Landtagsfraktion. Dass es ein Programm für Solo-Selbstständige in Bayern gibt, von Bayern mit bayerischen Geldern, weil sich Bayern eben bisher einen schlanken Fuß gemacht hat und komplett das Geld des Bundes komplett nimmt. Also Bayern zahlt keinen einzigen Cent bisher für die Solo-Selbstständigen und für die Unternehmen bis
10 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das halte ich für angemessen. Deswegen war der Antrag der Landtagsfraktion korrekt und richtig und gut und richtungsweisend. Aber auch hier Mehrheitsverhältnisse in der letzten Woche dann von FDP, AfD, CDU, sage ich schon, Bundestag gewählt, CSU, eben dann abgelehnt, was schade ist. Und ich glaube, das muss man dann mit öffentlichem Druck noch einmal deutlich machen, dass hier sich Aiwanger und so wieder einen schlanken Fuß machen. Das ist das, was jetzt von unserer Seite passieren kann und passieren muss. Das ist, glaube ich, auch die Frage, die im Chat ganz gut überleitet zu dem, was Uli vorhin ja auch sagt und das, was du, Michael, zuletzt noch meintest. Wie können wir uns noch mehr bemerkbar machen? Uli, du hattest, glaube ich, den Moment solidarisch miteinander sein und sich vielleicht auch organisieren. Wir haben ja auch einige aus den Gewerkschaften hier. Seht ihr, Marcel, siehst du, Juli, sage ich schon, Uli, entschuldige, noch weitere Möglichkeiten, wie man sich laut und zusammen kundtun kann, damit auch diese Lobby sozusagen auch wahrgenommen wird, entgegen der ganzen Proteste in der aktuellen Regierung? Es gibt ja zahllose kleine und kleinste Verbände, die oft auch nicht miteinander kommunizieren. Jetzt ist der Moment, wo wir uns auch wirklich austauschen als große. Es wird sicher nicht gelingen, einen großen Verband zu machen, aber wir müssen uns ganz dringend vernetzen. Und das Einzige, was mir einfällt, ist natürlich Facebook. Das ist jetzt natürlich kein besonders cooler Tipp, aber das ist natürlich schon eine Plattform, wo man viele kennt, sowieso Kollegen, Kolleginnen kennt und eben auch die Leute, die jetzt schon so ein krasses Video gedreht haben, da wird es in nächster Zeit sicher mehr geben. Also ich würde mich freuen, wenn jetzt von der SPD zum Beispiel eine Plattform kommt auf Facebook, wo sich Solo-Selbstständige melden können mit ihren Fragen und wo der Schuh drückt und wie man sich vernetzen kann. Das wäre zum Beispiel ein ganz konkretes Angebot, was toll wäre. Marcel, hast du noch einen Appell oder eine Idee, sozusagen als eines der Schlussworte? Leider gerade für die Kulturschaffenden auch nichts besonders Originelles. Aber ich denke, wir haben doch hier sowieso, würde ich mal sagen, klassische Stärken im Bereich der Sozialdemokratie. Seien das Organisationen wie das Kulturforum der Münchner SPD, sei das wie die früheren Aufrufe noch zur Fantasie, wo ja immer, ich sage jetzt zumindest mal in das gesamte rot-grüne Spektrum hinein, ganz enge Verbindungen von der Kulturszene zur Sozialdemokratie, sicherlich auch zu den Grünen da sind. Ich denke, dass wir dort eigentlich mehr in der Situation sind, dass wir traditionelle Stärken vielleicht mal wieder reaktivieren und natürlich dann in eine neue, oft dann vielleicht auch digitalere Form überführen. Aber ich glaube, wir müssen da gar nicht so sehr das Rad neu erfinden, sondern vielleicht auch wieder ein bisschen überprüfen, was lief eigentlich früher besser, wie können wir vielleicht etwas eingeschlafene Kontakte wieder reaktivieren und dann gerade im Kreativ-Künstlerbereich unsere alten Stärken wieder nach außen tragen, um in so einer Ausnahmesituation auch Partei zu ergreifen und zu unterstützen. Digitale Treffen gibt es ja bei Parteien, also bei der SPD kriege ich einiges mit, aber auch bei Gewerkschaften. Das sind natürlich, glaube ich, tatsächlich die Aspekte, die du erwähnst. Und Uli, du hast ja auch einige Links noch mit reingenommen, auf die man sich wenden kann zur Beratung, weil im Chat tauchen wirklich sehr viel Frustmomente auf und die werden ganz ganz ausdrücklich beschrieben. Da auf jeden Fall der Appell gerne auch an die Anwesenden hier, an Marcel Schaller, Michael Schrodi und Uli Beetz, sich zu wenden, die gegebenenfalls auch noch Stellen kennen könnten, unterstützen könnten. Ich sehe schon Zusammenschlussidee an dich, Uli, das ist mit einem Stand am Marienplatz zu beantragen und über Solo-Selbstständige zu informieren. Petitionen werden schon reingenommen in den Chat. Da gibt es auf jeden Fall einige Ideen, wie man aus dieser Situation, wo man sehr verharren möchte und dieser Schockstarre vielleicht noch drin steckt, trotzdem aktiv zu werden. Und das macht mich auf jeden Fall sehr froh, das zu sehen. Und eine letzte Umfrage noch, damit wir auch hier noch aktiv werden, bevor wir den Raum hier verlassen. Zum Abschluss haben wir jetzt einige Kritikpunkte ja sozusagen angezeigt von dem Bayerischen Soforthilfeprogramm. Sie können mehrere auswählen. Welche Kritikpunkte können Sie nachvollziehen? Dass die Hilfe zu spät ausgezahlt wird, dass es nicht die Deckung von Lebenshaltungskosten umfasst, dass es KünstlerInnen, die nicht in die Künstlersozialkasse einzahlen können, ausschließt. Vielleicht haben Sie auch keine Kritikpunkte, die wir nicht sozusagen hier aufzeigen konnten. Und
Genau, vielleicht haben Sie auch andere, die wir hier nicht erwähnt haben. Genau, da kommen noch einige Hinweise. Es sind, wie gesagt, jetzt einige Kontakte von der SPD da, zum Beispiel von Renate Kürzdörfer, die ich vorhin erwähnt habe. Sie ist im Vorstand des SPD-Kulturforums. Da geht es nämlich genau darum, dass man sich vernetzen kann. Treffen gibt es, glaube ich, auch digital von verschiedenen Formen. Da der Appell, gerne sich an konkrete Personen zu wenden, wie Marcel sagt, die Kontakte vielleicht aufzufrischen oder auch neue aufzunehmen. Ich glaube, vom Sofa aus ist vielleicht auch diese Hürde noch ein bisschen kleiner, sich da irgendwo anzuschließen, vielleicht zu einem Treffen zu kommen, digital. Das ist genau der richtige Punkt. Genau, nehmen Sie gerne noch an der Umfrage teil. Wir sind jetzt wirklich zum Ende gekommen. Das war eine vollgepackte Stunde. Wir haben nach Baden-Württemberg, nach Hamburg geguckt, wie es vielleicht besser laufen könnte. Wir haben wieder festgestellt, wie schwierig teilweise viele Punkte sind, von der Opposition im Landtag durchzusetzen und auch dieses Hinterhersein, was Michael Schrodi beschrieben hat, dass tatsächlich auch Bayern ein eigenes Programm auflegt und sich nicht einfach rausgeschlichen hat und trotzdem sich mit den Bären schmückt. Wir haben konkrete Vernetzungspunkte, die jetzt noch ausgetauscht werden und ich kann Sie recht herzlich einladen. Uli Beetz können Sie zumindest demnächst wieder bei uns sehen und hören. Wir wollen nämlich am 2. Juni den vorhin angekündigten Film Töchter des Aufbruchs online zeigen. Kinos haben zu, das wissen Sie alle. Wir können aber natürlich das Ganze trotzdem nutzen, dass man vom Sofa aus in dieses politische Thema Migration von Frauen einblickt und sich darüber austauscht, sozusagen für die aktuelle Zeit, was da auch wichtig ist. Da die Einladung, demnächst gibt es die Einladung auf der Website. Wenn ihr drei jetzt nichts mehr hättet, könnt noch mal kurz aufzeigen, würden wir vielleicht alle noch mal kurz klatschen und fröhlich schauen. Vielen Dank, Marcel, an dich. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Vielen Dank, Uli, für die ganzen Ausführungen und natürlich auch an Sie, dass Sie so rege den Chat genutzt haben und sowohl Ihre Schicksale geteilt haben, auch sehr politisch Forderungen formuliert haben, mit denen Michael Schrodi, aber auch alle anderen Politikerinnen und Politiker, die hier zugeschaut haben, auch vielerlei Sachen anfangen können. Ich würde sagen, nochmal kurz winken. Ton an und allen Tschüss sagen. Tschüss und bitte, wenn es Fragen noch gibt, auch direkt an mich wenden. Ich bin auch Landesvorstand der SPD. Also wenn es irgendwas gibt, bitte kontaktieren und vernetzen. Das ist wichtig und da bin ich gern bereit, dazu helfen. Ja, ich habe gesehen, dass Annette Karl ja auch von der Landtagsfraktion ausdrücklich gebeten hat, ihr Beispiele und so weiter weiterzureichen. Bitte nutzen Sie das, Ihre Landtagsabgeordneten wie die Bundestagsabgeordneten stehen Ihnen da gerne zur Verfügung. Bitte nehmen Sie das wahr. Danke. Sehr schön und tschüss.